Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Das folgende Video ist ein Ausschnitt aus einem meiner Livestreams zusammen mit Großmeister Niklas Huschenbeet. Wir wählen in der Partie gegen User Pirate Pete mit dem Königsgambit im Nachzuge eine eher fragwürdige Eröffnung. Zuerst geht das auch gut in die Hose, aber dann schaffen wir das Comeback. Das seht ihr im folgenden Video. So, und wir müssen jetzt irgendeine bescheuerte Eröffnung immer spielen, wenn wir spielen. Okay. Kennst du dich aus mit bescheuerten Eröffnungen? Ja, gut. Was kann man denn machen? Skandinavisch. Oh, ich weiß. Immer. Oh Gott, oh Gott. Hat die einen Namen? Ja, aber ich habe es vergessen, wie es heißt. Er muss doch schlagen, was ist denn hier los? Ja, das ist jetzt Königsgambit verkehrt rum. Ja, es macht es nicht viel besser. Aber egal. Königsgambit andersrum, das ist auch nicht schlecht. Warum hat er denn nicht geschlagen? Weiß ich nicht. Traut sich nicht. Ja, er hat, der Bluff hat direkt funktioniert. So, jetzt haben wir das Zentrum, läuft doch. Der hat 18-10. Hä? Ui. Das ist jetzt aber... Den schnapp ich mir. Oh Gott, und jetzt? Zack. Ja, du machst das schon. Ja, zack, zack, zack. Ja, komm. Ja, der muss wohl. Ja, was sonst? So. Ja, schon klar. So, Springer F6 kommt, Dame E5 Schach. Ist ein bisschen lästig. Ich glaube, den Freund, der muss geschlagen werden. Ja. So, ein bisschen Freestyle hier. Ja, mega Freestyle. Der Springer hängt. Dann gehe ich mal da hin. Ach du Schitte. Ich passe nicht auf. Ja, das macht es wieder ein bisschen schwieriger jetzt für uns. Ah, ich bin zu schnell. Ich passe nicht auf. Don't pay attention. Alles gut. Alles gut. Wir haben schon schlechte Stellungen gewonnen. Gleich macht er D3 und, oder D4 und dann machen wir Läufer B4 und dann war es das. Was haben wir alles weniger? Qualle und? Ja, Qualle. Es geht noch. Und zwei Bauern. Der König steht auch ein bisschen luftig, aber... Schade, jetzt geht Läufer B4 nicht oder Läufer schlichter 2. Nee. Dann müssen wir mal... Oh Mann. Was machen wir hier Feines? Tja. Ralf, danke dir für die weitere 10 Euro. Tja. Ich versuche irgendwie seine Dame zu fangen, aber es geht leider alles nicht so gut. Ach, ey. Wie kann ich so eine Kacke spielen? Oh Mann, da kommt noch viel mehr rein, Niklas. Das hört gar nicht mehr auf. Weiter so unterhaltsam, sagt Jürgen, 5 Euro. Ralf, 5 Euro. Meine Güte. Ja, die haben die Partie hier nicht gesehen, glaube ich. Ja, ich glaube, in der Partie spenden sie uns vielleicht nochmal 100 Euro, damit wir einen Trainer uns engagieren. Ja. Also vor allen Dingen ich. Du denkst nach die ganze Zeit, ne? Ja, ich versuche hier irgendwie das Beste rauszuholen, aber ich weiß nicht wie, noch nicht. Was meinst du, wenn hier Stockfisch spielen würde, würde er es noch aufholen gegen Pirate Pete? Ja, ich denke schon. Ja. Also wir müssen einfach nur wie Stockfisch spielen und dann passt das schon. Nächste Mail. Timothy, 5 Euro. Moin, moin. XXL-Döner geht auf meinen Nacken. Königliche Grüße. Danke auch an Manuel für die 4 Euro. Danke, danke. Geht auf meinen Nacken. Ja, das ist, so wird heutzutage gesprochen. Ja. H4, boah, die Sau. Jetzt muss ich wieder einen Zug finden, den es nicht gibt hier, ey. Ja, leider ist unser König ein wenig exponiert. Ein wenig? Okay. H4 ist stark. Stark gespielt von Pirate Pete. Oh, D2. Sehr schöner Zug. The Big Greek. Den habe ich zufällig gesehen. Ich gucke so, hey, geht der? The Big Greek. Back in business hier. Was für ein geiler Zug, ey. D2. Nice. Björn Borg, den Namen kann ich, glaube ich, nennen, weil der heißt mit Sicherheit, das ist bestimmt nicht der Björn Borg. Danke für den unterhaltsamen Stream, 10 Euro.
Okay, aber noch sind wir nicht Ach ganz, was. ganz raus hier. Jetzt muss Was ich. denn? Ich muss Was ein. denn? Was denn? Du hast gelacht, oder nicht? Nee, ich muss ein gut. Ich gucke die ganze Zeit, weil hier ständig Geld reinkommt. Paul, 5 Okay, du Euro. bist aber auch dran. Es ist eine Charity-Veranstaltung für die katastrophale Eröffnung gerade. Ja, das stimmt. Und M. Schnitzel sagt, so sieht es also aus, wenn man konsequent die goldenen Öffnungsregeln ignoriert. Ja, so sieht es aus. Nicht nachmachen. So, Dame 4. Ja, also wir sind, unsere Stellung ist nach wie vor Ja, schwierig. klar. Die Stellung ist immer noch verloren, wahrscheinlich. Ja. Okay, nach dem Zug geht Aber vielleicht bedroht was. hier Turm nach E6 oder Dame nach E6? Ah, shit. Ich ziehe mal den Springer hier hin, um das zu verhindern. Ah, ey. H5. H5, Was okay. ist das denn? Das ist jetzt. Der Zug droht immerhin noch Ja, nicht droht direkt nicht so was. viel, Dann ne? Dame vielleicht G6 gucken. droht nicht. Ich muss mal nachdenken jetzt hier. Ja, bitte. Sag nix. Nee, ich sag nix. Also. The Big Greek. The Big Greek. Taktik, Monster. Sehr schön. Habe ich gar nicht auf der Rechnung Jetzt gehabt. laber nicht, jetzt tu nicht so. Nee, ich dachte irgendwie Turm E8 oder sowas. Was? Den wollte Oh, ich doch. sehr schön. Deswegen habe ich die Läufer Dame nach F4 C4. gezogen. Ich wollte unbedingt Läufer D6 spielen eigentlich. Ja, aber das ging noch nicht wegen Turmschlag D6. Aber Ja. der ist natürlich noch viel besser. Sehr, sehr Ich glaube, schön. das Ich gewinnt glaube, einfach, ne? jetzt sind wir auf der Siegerstraße. Hä? Ja. Das ist sogar matt. Ja. Matt. Unglaubliche Partie, ne? Ja, siehst du? Also, hier haben wir diesmal wirklich das Comeback geschafft, was uns eben noch verwehrt geblieben ist. Das war natürlich ein sehr glückliches Ende in unserer Partie gegen Pirate Pete. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr den Kanal von Niklas abonnieren wollt, unter dem Video ist ein Link zu seinem Kanal. Natürlich freue ich mich auch über ein Abo, am besten mit einem Klick auf die Glocke. Und dann werdet ihr sofort informiert, sobald hier ein neues Video erscheint. Vielen Dank fürs Zuschauen.